In Aufgabe 7 sollen insgesamt 4 quadratische und 2 biquadratische Gleichungen mit der PQ-Formel gelöst werden. Fangen wir mal mit der ersten an. Die steht hier, man erkennt, es ist eine quadratische Gleichung an dem x². Aber das steht nicht da, wie es in der Formel für die PQ-Formel steht. Da soll das x² vorne allein stehen. Wie bekommt man das hin? Okay, man schreibt x² nach vorn. Aber da steht immer noch die 4 davor. Wir haben aber gelernt, man kann eine Gleichung verändern, indem man durch eine Zahl dividiert. 0 durch minus 4, da ändert sich hier nichts. Das heißt also, da bleibt die Form immer erhalten. Wenn ich jetzt minus 8 durch minus 4 teile, komme ich auf 2. Also habe ich plus 2x. Und wenn ich 60 durch minus 4 teile, komme ich auf minus 15. Das heißt, meine neue quadratische Gleichung, die jetzt so in der Form vorliegt, dass man auch die PQ-Formel anwenden kann, lautet x² plus 2x minus 15. Jetzt gucke ich mir hier vorne scharf die Faktoren an. Da hier vorne vor nichts mehr steht, brauche ich den nicht. Es gibt manchmal Formen, statt der PQ-Formel nimmt man die ABC-Formel. Da könnte man schon gleich die Form nehmen, wie sie hier steht. Wir wollen aber die PQ-Formel nehmen, da braucht man sich nicht gar so viel merken. Das heißt, hier ist unser Faktor vor dem x, das ist p und das ist 2. Der Faktor, vielmehr die Zahl, die alleine steht ohne x, das ist q mit Vorzeichen. Denn q steht hinter mit plus da. So, jetzt brauche ich nur noch einsetzen. Die p's sollten hier hin. Das q sollte dahin. Und nun wird nur noch ausgerechnet. Und minus 1, minus 4 gibt minus 5, minus 1 plus 4 gibt 3. Und damit haben wir 2 Lösungen. So, im nächsten Fall sieht es genauso aus. Hier wird durch minus 1,5 geteilt. 7,5 durch minus 1,5 gibt plus 5. 9 durch minus 1,5 minus 9 gibt plus 6. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal in der Farbwahl bleiben von eben, ist P5 und wird dann hier und hier eingesetzt. Beziehungsweise Q6 und wird dann hier hinten eingesetzt. Dann wird natürlich wieder umgerechnet und zusammengerechnet, sodass wir auch hier wieder den Fall mit 2 Lösungen haben. 5/2 minus 1/2 sind minus 3. 5/2 minus 5/2 plus 1/2 sind minus 4/2, also minus 2. Das war der Teil A. Teil B. Ups, das wird zu viel. Sieht ähnlich aus. Hier haben wir jeweils eine 2 vor dem x. Muss man also jedes Mal erstmal durch 2 teilen. Und dann haben wir bei dem ersten x² plus 4x minus 10,5. Das heißt, minus 10,5 ist unser q. Da man minus minus hat, kommen wir hier auf plus 10,5. In unserem Fall 2 haben wir hier 13 plus, also wird hier hinten die 13 abgezogen. Und unsere p's stehen hier. 4 durch 2 ist 2, da haben wir schon reingerechnet. Das muss man nicht immer so ausführlich hinschreiben. Und minus 2, das Minus wird immer beim Quadrieren geht verloren, deswegen braucht man es nicht mehr hinschreiben. 2 hoch 2 ist halt 4. Und hier haben wir minus 7,5. 7,5 sind 15/2. Und 15/2 nochmal halbiert sind 15/4. Das heißt, auch hier ist das so ein bisschen drin integriert. Das sind also 15/2 mal 1/2 sind unsere 15/4. Da tauchen die auf. Und wenn man das zusammennimmt, kommt man auch hier auf die Lösungen, die in der Lösung hinten stehen. So, im letzten Teil handelt es sich um biquadratische Gleichungen. Biquadratisch heißt, ich habe nicht hier oben hoch 2. Das ist hier sehr klein, kann man das hier ein bisschen aufziehen? Doch, kann man. Sondern ich habe hier oben hoch 4. Und
dadurch muss ich substituieren. Ich muss also sagen, okay, x Quadrat soll sein z. Dann ist natürlich auch x hoch 4 gleich z Quadrat. So, das einfach eingesetzt. Hier unten gibt wieder eine quadratische Gleichung. Da sind wir schon ziemlich fit. Da müssen wir jetzt durch 3 teilen. 20 durch 3 geht nicht. Haben wir einen Bruch mit 20 Dritteln. 12 durch 3 sind 4, die können wir hinschreiben. So, also es ist P 20 Drittel und Q 4. 20 Drittel durch 2 sind 10 Drittel. Minus fällt weg, weil da schon eins steht. 10 Drittel ins Quadrat sind 100 Neuntel. Minus 4. Die 4 auf Neuntel gebracht, weil so kann ich es nicht rechnen, komme ich auf 36 Neuntel. Und wenn ich das dann ausrechne, auf 10 Drittel plus minus 8 Drittel. Das heißt, letztendlich komme ich einmal auf 2 Drittel und einmal auf 6, nämlich 18 durch 3. Beides positive Zahlen, wie man hier sieht. Dann kriege ich jetzt wieder durch die Resubstitution 2 Lösungen, also insgesamt 4 Lösungen, und zwar plus minus die Wurzel aus 6 und plus minus die Wurzel aus 2 Drittel. Es kann aber auch mal anders ausgehen, wie man im nächsten Fall merkt. Und zwar haben wir auch hier eine biquadratische Gleichung. Da haben wir jetzt schon so ein bisschen Übung, substituieren. Also aus x hoch 4 wird z Quadrat, aus x Quadrat wird z, der Rest bleibt so stehen. Wieder genau wie bekannt, durch 2, kriegen P und Q damit raus, können das in die PQ-Formel einsetzen und kriegen als Lösungen, wenn man das jetzt ausrechnet, minus 3 Viertel minus 1 Viertel ist minus 1 und minus 3 Viertel plus 1 Viertel ist minus 1 halb. Und wenn man jetzt aus minus 1 und minus 1 halb Wurzeln ziehen würde. Das ist keine Zahl aus R. Also in unseren reellen Zahlen, das ist der Zahlenraum, der uns hier interessiert, gibt es keine Lösung. Genau das Gleiche passiert natürlich mit minus 1 halb, weil wir aus negativen Wurzeln keine Ergebnisse erhalten.